Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch, ihr Lieben. Heute gibt es ein Full-Face Physicians Formular mit allen Produkten, die so neu bei mir eingezogen sind. Das habe ich in meinem Gesicht. Ich habe das Ganze getestet und wie die ganzen Sachen performt haben und was ich dafür Produkte verwendet habe, um das Ergebnis hier zu kriegen. Dann bleib doch einfach dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Heute starten wir mit dem Augen-Make-up. Ich habe hier zwei Paletten, die wir heute, eine davon auf jeden Fall benutzen. Und ich glaube, ich nehme diese heute hier, weil die ist neuer im Sortiment und könnte vielleicht den einen oder anderen auch mehr interessieren als diese. Die gibt es ja schon ewig, gibt es auch in zwei Varianten. Und ich habe sie mitgenommen, weil sie mich einfach mega angesprochen hat. Und ja, wir nehmen heute die. Das wird heute auf jeden Fall ein bäriger Alltagslook. Vielleicht etwas dunkler, so viel dunkler als die zwei Farben wird es ja sowieso nicht werden, aber wir werden auf jeden Fall damit heute einen Look kreieren. Von Physicians Formula habe ich keinen Eyeshadow Primer, deswegen nehme ich meinen XX Revolution Primer und verteile mir das auf meinem Lid. Die Farben haben tatsächlich Namen, aber die sind hier hinten abgezeichnet. Also ich finde es schade, dass es nicht da drauf geschrieben ist, aber hier hinten sind die Farbbezeichnungen und ja, ich werde euch aber trotzdem jetzt immer die Farbe nur zeigen. Ich benutze diesen Farbton hier, um meinen oberen Lidbereich zu setten. Ich wollte schon reinschauen in den Spiegel und da ist ja gar keiner. Ich glaube, ich gehe heute in movige Richtung und gehe in diesen Farbton hier. Das ist so ein Rosenholz-Move-Tönchen und gehe damit in die Lidfalte mit einem fluffigen Pinsel. Das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Die Pigmentierung ist schön. Man kann sie schön aufbauen. Das ist eine sehr schöne Farbe für die Lidfalte. Die Schimmertöne habe ich euch alle geswatcht in dem Video. Da habe ich euch auch die Palette vorgestellt. Übrigens, ich habe es noch nicht gesagt, das ist die Rose All Play oder Rosé All Play Eyeshadow Bouquet Palette. Da die Palette natürlich sehr bärenlastig ist oder so Bärentönchen hat überwiegend, also finde ich, sticht heraus, werden wir auch, glaube ich, in diesen Look gehen, weil so ein Braun wäre jetzt langweilig. Ich glaube, ich werde dann trotzdem in die Lidfalte mit diesem Ton hier gehen. Wirkt so ein bisschen rosé und das gebe ich mir dann aufs komplette, aufs bewegliche Lid auf jeden Fall. Und da gehe ich mit der Primer Portion ran, gebe mir das wie immer punktuell auf das bewegliche Lid, damit das Pigment besser haftet und werde es auch dann noch zusätzlich anfeuchten. Aber wir schauen jetzt erstmal ohne Anfeuchten, was es da auf die Potion schafft und wie die Farbe so performt. Mit einem streng gewundenen Pinsel gehe ich da rein in die Farbe. Ich glaube, das ist nicht der richtige Pinsel. Ich probiere es nochmal mit einem anderen. Okay, mit dem scheint es besser zu klappen. Der Pinsel nimmt jetzt eher die Flocken auf. Ich kann euch das ja mal zeigen, wenn ich es einblenden kann. So sieht es dann aus und es verbindet sich dann so halbwegs auf dem Auge, aber irgendwie hat es noch nicht so den gewünschten Effekt. Sieht zwar mega schön aus, aber ich möchte das ein bisschen deckender. Deswegen feuchten wir den Pinsel auf jeden Fall mal an und das wird auf jeden Fall jetzt viel schöner. Teilweise bleiben diese Flocken, lösen sie sich nicht richtig auf, die bleiben dann so irgendwie kleben und verbinden sich nicht, aber es geht. Ich glaube, so eine Schimmerformulierung in der Farbe habe ich nicht in meinem Sortiment. Das sieht richtig schön aus. So ein bisschen holographisch, fast duochrome. Macht da richtig was her und sieht richtig nass aus, ne? Aber man muss das Tönchen natürlich jetzt extrem aufbauen und mit dem Farbe spielen. Man sieht, ich musste ordentlich drin rumwühlen, weil die Flocken sehr grob sind und somit nimmt sich das Produkt eher auf. Ich funkel auf jeden Fall jetzt im ganzen Gesicht. Das ist schön runtergerieselt. Ich gehe jetzt nochmal in die Lidfalte mit diesem Tönchen hier. Das ist so ein seidiger, schimmriger, also eher seidige Textur in so einem Rosenholz. Ton. Ich habe schon wieder reingeschaut in den Spiegel. Und gebe mir das jetzt in die Lidfalte. Ich
glaube, das reicht mir jetzt auch. So ein bisschen dunkle ich es noch ab. Ich muss den Pinsel tatsächlich abklopfen. Das Pigment, wie man sieht, haftet sehr schön am Pinsel und gibt das sehr schön aufs Auge wieder. Jetzt ist mir das Schimmerpigment natürlich ein bisschen verloren gegangen, aber das ist ganz oft so bei Schimmerpigmenten, wenn man es in der Lidfalte ausblendet. Aber die Palette gefällt mir jetzt erstmal auf den ersten Eindruck sehr gut bisher. So, ich glaube, ich gehe noch einen Tick dunkler mit dem Braun hier. Mit so einem ganz kleinen, fluffigen Pinsel und gebe es mir ins äußere V und so einen letzten Drittel. Nur um so ein bisschen Dimension reinzubringen. Vertiefe noch so ein bisschen die Lidfalte. Und wärme so ein bisschen auf. Die Farben lassen sich, finde ich, sehr schön miteinander kombinieren. Man sieht eine Abstufung. Es verblendet sich sozusagen nicht ins Nichts, sondern die harmonieren echt geil zusammen. Ich versuche mir jetzt noch ein bisschen diese Glitzershade ein bisschen hier vorne aufzubauen. Und bin gerade erstmal sehr erleichtert und froh, dass ich die Base noch nicht gemacht habe. Man kann sehr gut erkennen, glaube ich, diese groben Flocken da drin und teilweise lösen sie sich nicht auf. Also es ging jetzt, ne? Es hat jetzt geklappt. Ich habe jetzt so die groben Stücke entfernt, aber ich finde, es macht schon einen coolen Effekt. Ich finde, es ist nicht leicht, mit denen zu arbeiten, wenn man sich da jetzt nicht so damit befasst hat und nicht die richtigen Werkzeuge hat und ja, so für Anfänger, glaube ich, ist eine schwierige Sache. Für den oberen Augenbrauenbogen, also hier oben, habe ich leider nichts, was hier so passen könnte. Für den inneren Augenwinkel, glaube ich, muss ich den gleichen Farbton nehmen, den ich hier mir aufs Lid gegeben habe, weil das andere ist alles viel zu dunkel. Deswegen müssen wir schauen, wie wir das dann machen. Ich denke mal, ich werde einen Highlighter dafür verwenden. So, ich tue mir jetzt mal hier diese Rückstände entfernen, die auf mich runtergerieselt sind in mein Gesicht. Und dann fangen wir an mit der Base. Ich glitze einmal komplett im ganzen Gesicht, dann kann ich mir den Highlight sparen. So, ich möchte auf jeden Fall diesen Spotlight Illuminating Primer mit dazu geben. Das sieht so aus. Der verspricht uns, den Teint zu ebnen, Hautunregelmäßigkeiten zu korrigieren und uns zu schützen mit 5 verschiedenen lichtreflektierenden Perlenstaub. Genau, für makellose Haut und einzigartigen Glow. Das werden wir mal testen. Ich bin nicht so der Primer-Fan, aber ich möchte das gerne sehen, damit die Foundation auch glow ist, wie der sich so macht. Im Endeffekt ist es wie so ein flüssiger Highlighter. Das verteile ich mir jetzt einmal mit so einem Pinsel. Ja, riecht muffig, so ein bisschen nach Naturkosmetik. Ich gebe mir das hier unten nicht drauf. Und ich habe viel zu viel genommen. Viel zu viel genommen. Man sieht irgendwie auch, der hat so eine Einfärbung, finde ich. Der macht hier gleich alles voll dunkel. Ich finde es ja schön, dass es nicht parfümiert ist oder so. Manche mögen das ja auch gar nicht. Aber so muffig muss auch nicht sein. Also der Glow ist auf jeden Fall vorhanden. Hier unten will ich es mir auf jeden Fall nicht geben, wegen den Unreinheiten. Schauen wir mal, das wird hier hoffentlich reichen. Im Endeffekt besteht er aus vielen kleinen Schimmerpartikeln und hat so ein bisschen eine Einfärbung. Aber es ist echt krass, was er gerade in meinem Gesicht gemacht hat, wenn der Geruch ein bisschen besser wäre. Schauen wir mal auch, wie ich es vertrage. So, Foundation habe ich 2. Ich möchte heute auf jeden Fall diese hier testen. Die soll so ein bisschen glowy sein. Das geben wir uns drauf. Die testen wir halt mal wann anders. Ich habe sie nur mitgenommen, weil sie mich auch interessiert hat. Und die finde ich so ansprechend. Ich habe ja auch den passenden Concealer dazu. Hier ist so ein kleiner Pinsel mit drin enthalten. Aber mit dem kann ich, glaube ich, nicht arbeiten. Deswegen nehmen wir den nicht. Wir nehmen den von vorhin. Und ich arbeite das Ganze mit dem Maxim Giacomo Luvia Schwämmchen ein. Der ist riesig geworden. So, die schütteln wir. Die ist mir auch ausgelaufen. Gebe sie mir jetzt auf den Handrücken. So 3 Pumper. Na gut, 4. Da kommt nicht so viel raus. Sieht sehr, sehr dunkel aus. Bin ich jetzt gespannt. Oh ja. Und gebe mir das. Oh, die riecht nach Alkohol. Ja, die ist sehr dunkel. Ich habe hier die Farbe Fair Porcelain. Sie deckt nicht gut ab. Wenn ich noch mehr aufschichte, dann bin ich noch dunkler.
oxidiert extrem, hat einen starken Rotstich. So, die arbeite ich mir mal schnell mit dem Beauty Blender ein. Hat eine sehr leichte Deckkraft, kaschiert bei mir fast gar nichts, wie man sieht. Ich habe jetzt nur Farbe im Gesicht. Ja, der Blender ist zwar weich, aber trotzdem ist er mir zu ploppig. Ne? Da liebe ich trotzdem meinen Beauty Blender nach wie vor. Also ich glaube, ich werde jetzt aufhören, neue zu kaufen. Weil es ist jetzt schon der dritte, den ich teste und es kommt einfach nichts ran, tatsächlich. Ich weiß jetzt, was ich brauche an Schwämmchen. Also meine Base sieht katastrophal aus. Ich würde mir am liebsten jetzt gerade alles abnehmen wieder. Ich versuche sie jetzt noch ein bisschen zu schichten. Man sieht, die oxidiert extrem. So, wenn sie rauskommt, sieht es gar nicht so schlimm aus, aber dann oxidiert sie. So ein bisschen aufzubauen über die Unreinheiten. Da ist sehr viel Alkohol drin, glaube ich. Oder die ist gekippt, weil sie ausgelaufen ist. Naja, ein bisschen aufbauen lässt sie sich, aber es wird einfach nur dunkler. Alles. Das Schöne ist, sie sitzt halt sehr leicht. Nicht maskenhaft. Glow ist da, aber habe ich ja sowieso verstärkt jetzt wegen dem Primer. So, wir nehmen mal den Concealer und schauen mal, was der hat. Ich versuche es erstmal unterm Auge, dann sehe ich schon, ob der deckt. Ah, der hat sich auch schon in Phasen gelöst. Auf jeden Fall sieht das mega niedlich aus mit der Verpackung. Das ist so ein Pinselspitzelchen. Oh, da kommt was. Riecht auch alkoholisch. Ist auf jeden Fall schon mal heller. Also dieser Alkoholgeruch gefällt mir gar nicht. Ja, das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Es hat jetzt ein bisschen was abgeebnet. Die dunklen Augenringe und so. Ist es nicht maskenhaft. Aber ich kann damit wahrscheinlich die Unreinheiten jetzt nicht abdecken. So, ich muss jetzt natürlich punktuell arbeiten und so ein bisschen mehr Produkt schichten. Dann funktioniert das auch. Ich glaube, ich lasse es auch. Und gehe da jetzt nochmal mit einem anderen Concealer drüber. Ich muss echt sagen, so auf dem Rest der Haut, wenn man sich die Unreinheiten wegdenkt, sieht das alles sehr, sehr schön aus. Ne? Wenn man die nicht hätte, dann wäre das hier auch richtig schön. Aber diese dunklen lila Flecken lassen sich natürlich mit den dunklen Farben, also man kann sowas immer mit helleren Farben wegnehmen. Jetzt gucken wir mal, ich muss leider mit dem Concealer drüber gehen, das Ganze alles ein bisschen aufhellen. Dann nehme ich jetzt ein anderes Produkt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das gefällt mir jetzt schon mal besser. Es ist jetzt natürlich ein bisschen maskenhafter, ist ja logisch. Ich musste einiges abdecken und aufhellen. Absolutes Flop-Produkt. Genauso wie das. Also ich werde das nochmal unterm Auge testen. Vielleicht mit einer anderen Foundation, vielleicht lasse ich es, aber dadurch, dass es so alkoholisch riecht, ich glaube, das ist nicht sehr, sehr gut für meine Haut. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist und wie ihr die so findet. Ja, ja. Ich denke mal, die Foundation wird nichts Gutes bedeuten für meine Haut. Aber jetzt gefällt es mir auf jeden Fall gut. Wir setzen jetzt das Ganze auch unterm Auge. Das creased jetzt ein bisschen. Unterm Auge sieht es eigentlich ganz gut aus, der Concealer. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal testen, aber die Foundation. Okay, als Puder habe ich das Translucent Light Mineral Wear Loose Powder. Das werde ich jetzt einmal komplett fürs unters Auge und fürs Gesicht verwenden. Okay, dann schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall so ein Puffelchen mit drin. Das nehmen wir nett. Mega hart. Es ist so ein bisschen eingefärbt. Jetzt schauen wir mal, wie ich das mache. Oh, das könnte sehr dunkel sein für so das Auge. Ich glaube, da gehe ich nicht mit dem Beauty Blender ran, sondern tupfe mir das so ein bisschen mit dem Pinsel dran. Ja, das ist sehr schwierig, das rauszukriegen, weil ich gehe ja nicht mit diesem Puffel daran, oder? Würde mich interessieren, ob das auch so eine Puder Foundation ist. Ich kann es mal probieren. Ich mache es jetzt mal. Soll das gehen? Wie soll denn das funktionieren? Naja, sie scheint ein bisschen zu decken sogar, aber irgendwie die Portionierung ist so mega unpraktisch. Vielleicht hätte ich mit dieser Puder Foundation wahrscheinlich mehr Deckkraft erreicht als
mit der Foundation von vorhin. Aber es nimmt mir jetzt natürlich komplett den ganzen Glow. Aber logisch. Ich muss echt mal schauen, wie man das mit dem Puschelchen einarbeitet. Weil vielleicht kann man die wirklich einarbeiten und dann wie eine Mineralpuder-Foundation sozusagen. Aber das mit dem Pinsel und so und dieses Zeug, das irgendwie ist es gerade nicht so meins. Muss ich auf jeden Fall nochmal testen. Kennt jemand das Puder von euch? Schreibt mir mal rein, wie ihr das so verwendet. Ich bin gerade nicht besonders angetan. So, wir machen weiter ganz schnell, damit es vielleicht hier ein bisschen schöner wird. Wir brauchen jetzt ein bisschen Bronzer. Ich habe hier jetzt von Bronzer, das ist Highlighter. Ich habe ja diese Paletten hier. Und da ist einmal der Muro Muro Butter Bronzer. Ich glaube, das ist der klassische, oder? Ich mag den Duft so gern. Hier ist nochmal der Light Bronzer, der Sunset. Der sieht ganz schön aus. Wird so ein bisschen aber schimmerig. Und der ist sehr dunkel. Den würde ich mir vielleicht dann so ein bisschen in die Kontur geben. Das versuche ich jetzt auch mal ganz dezent. Oh ja, für die Kontur ist der echt schön. Vielleicht nicht der richtige Pinsel, weil der sehr starr ist. Aber es ist eine schöne Farbe für die Kontur. Gefällt mir gerade echt gut. So, hier ist es irgendwie so ein bisschen fleckig geworden. Aber ich glaube, es liegt einfach am Pinsel. Aber es ist schon okay. Es ist dann nicht so balkig. Ist ein bisschen ausgeblendet. Schauen wir mal. Ich gebe auf jeden Fall dann, glaube ich, nochmal Puder daran. Das ganze Gesicht wärme ich auf mit dem Moro Butter Bronzer. Ja, der ist schon hell. Aber das nehmen wir jetzt mal. Mal schauen, welchen Pinsel wir nehmen, denn das Fähnchen ist jetzt nicht so besonders groß. Es ist einfach nur im Endeffekt ein dunkles Puder. Ich glaube, ich hatte den dunkler. Bin nicht sicher, dass der war. So, Gesicht ist auf jeden Fall ein bisschen jetzt aufgewärmt. Ich finde die Kontur ganz schön. Also die Farbe ist echt toll. Das war jetzt übrigens nochmal der Endless Summer Bronzer aus dieser Palette hier. So, wir brauchen einen Blush. Hier ist ein Blush mit drin, aber der ist jetzt nicht so schön, glaube ich. Das ist der Peachy Peach Blush. Ich swatch ihn mal. Oh doch, der ist eigentlich recht schön. Mal schauen. Ich habe noch einen, und zwar den Copacabana. Ich muss mal gucken, was heute besser zum Augen-Make-up-Look passt. Ich glaube doch lieber den, ne? Den aus der Palette. Weil der ist so ein bisschen kupferfarben. Der ist sehr schön, wenn man ein bisschen kupferfarbenes Schminki hat oder bräunliche Richtung und so. Ich glaube, ich nehme jetzt doch den. Also das ist der Muro Muro Butter Blush aus dieser Palette hier. Die habe ich vom Rossmann übrigens, die Paletten. Da habe ich jetzt auch den Bronzer rausgenommen. Und wir nehmen jetzt den Blush und vermutlich auch den Highlighter, dass wir schon bei dieser Palette bleiben. Wir tragen uns den Blush auf mit einem Blushpinsel. Ich glaube, der passt heute einfach besser zum Look. Wow. Also das ist mehr Glow. Ist ja der Wahnsinn. Bisschen too much. Eher was für den Sommer tatsächlich. Es hinterlässt so einen goldenen Shift, ne? Und wenig Pigment. Also im Swatch hat das ein bisschen anders ausgeschaut. Ja, heute ist wieder der Wurm drin irgendwie in meinem Full Face. Das kommt davon, wenn man so viele neue Sachen aufeinander... Also es ist immer sehr schwierig, wenn man so viele neue Sachen aufeinander schichtet, wenn man nicht weiß, wie die performen. Ich werde mir jetzt trotzdem nochmal den Highlighter drauf knallen. Wir nehmen den Butter Highlighter Illuminator. Wow, der ist schön. Der knallt ja ordentlich. Eieiei. Sieht heute aus, als würde ich auch so auf so eine Space Party gehen. Ich kann so nicht aus dem Haus gehen. Oder? Ah, der Highlighter ist der Wahnsinn. Der strahlt richtig. Braucht man auch nicht mehr aufbauen. Ich gebe mir den jetzt vorsichtig ein bisschen hier in den Augenbrauenbogen. Und gleich noch in den Innenwinkel. Da braucht man wirklich nichts anfeuchten.
Das ist gleich da. Also der Highlighter ist wirklich sehr, sehr schön und empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob es den auch einzeln zu kaufen gibt als Solo-Produkt. Aber die Palette ist wirklich jetzt sehr, sehr schön. Bis auf der Blush, der ist wirklich sehr heftig, ne? Wir haben jetzt eine sehr glowy Base. Wir machen uns mal den unteren Wimpernkranz fertig. Da gehe ich auf jeden Fall mit dem braunen Ton ganz nah an den Wimpernkranz, an den unteren. Ich blende mir das mit dem Tönchen, mit diesem helleren braunen Ton, nach unten soft aus. Ich nehme absichtlich für unten nicht diesen bärigen Ton, damit man dann eben nicht so krank wirkt. Das ist jetzt trotzdem auch ein wärmerer Ton, weil in diesem braunen Pigment auch ein Rotpigment drin ist. Aber es wirkt dann trotzdem nicht so krank und geht eher so in die wärmere Richtung. Blende mir jetzt oben ja noch ein bisschen die Kanten aus. Immerhin ist jetzt alles abgedeckt. Aber ich muss sagen, durch diesen krassen Glow wird natürlich jetzt alles sehr strukturiert. Großporig, ne? Ist ganz klar. Aber trotzdem irgendwie eben. Also wenn ich so nah ran schaue, ach, es geht schon. Aber es ist ein krasser Glow. Wimpernkranz haben wir drauf. Ich habe jetzt keinen Kajalstift oder Eyeliner von Physicians Formula, deswegen gebe ich mir jetzt ein anderes Produkt schnell auf die... Doch, ich habe einen. Ich habe ja dieses Set hier. Und da ist auch ein Eyeliner dabei. Die Killer Curves Mascara und der Ultra Fine Liquid Eyeliner. Da ist noch eine Space Party Tasche dabei. Die ist aber echt süß für unterwegs. Für die Handtasche oder so. Die fühlt sich auch mega weich an. So eine knautschige. Da haben wir hier eben die zwei Produkte. Einmal der Eyeliner. Oh, da ist sogar ein Lash Serum dabei. Das ist ja cool. Und ist in Japan hergestellt. Mega. Schauen wir mal, das ist ein Pinselhaar. Finde ich schon mal ganz gut und das trage ich mir jetzt auf. Die Verpackung kommt aus China und das Produkt wohl aus Japan. Da ist auch so eine Kugel mit drin, womit man das Produkt wohl raustut. Es ist nicht sehr feucht, aber man kann damit irgendwie gut arbeiten. Es packt gerade auch diesen Lidschatten. Ich tippe darauf, dass das Produkt so ein bisschen eine gelige Formulierung hat. So, der Wing ist heute ein bisschen länger geworden. Aber ich finde das Produkt gerade echt gut, hätte ich nicht gedacht. Es muss eine gelige Textur sein, weil ich habe das mal, ich glaube von Benefit oder so, so ein Produkt. Ah, ich sehe gerade, da ist, wenn du reingehst in die Kappe, dann drückt die Pinselspitze nach hinten und dann saugt sie dann noch ein Produkt. Aber es kommt auch super viel Produkt raus, also gefällt mir. Und ich finde es halt cool, dass da auch noch ein Serum drin ist. Bin gespannt, ob sich das, ich lasse es mal antrocknen, dann werden wir mal sehen, ob sich das verschmieren lässt, ob das abstempelt auch. Aber so sieht es aus. Es ist schönes, sattes Schwarz. Ich würde mir ja gerne Lashes heute kleben, aber wir wollen ja die Mascara ausprobieren. So, die müssen wir nicht schütteln. Killer Curves. Schauen wir uns mal das Bürstchen an. Jo. So ein klassisches Faserbürstchen. Gebe ich mir einen Primer vorher drauf. Ich glaube, schon. Ich mache das nämlich wie immer und dann kann ich die Mascara irgendwie besser beurteilen. Also, wischfest ist es auf jeden Fall. Es ist immer noch sattes Schwarz. Gespannt, wie ich das runterbekomme. Aber ich bin wirklich angetan. Gibt es den auch in anderen Farben, so ein Braun oder so? Für den Alltag wäre super. Okay, ich gebe mir jetzt meinen Essence Lash Primer drauf. Der neigt sich dem Ende zu, aber ich habe irgendwo einen Nachschub. Ich lasse den Lash Primer jetzt ein bisschen antrocknen, mache mir noch meine Augenbrauen zwischenzeitlich. So, Primer hat jetzt ein bisschen eingewirkt. Für meine Verhältnisse ist mir das echt zu glowy. Also ich finde es echt schön gerade. Es hat sich so ein bisschen gesetzt. Ich gebe mir noch ein Fixing Spray, ein Illuminating Fixing Spray noch oben drauf. Also das wird heute echt abgefahren. Mir gefällt es trotzdem sehr, sehr gut. Es sieht jetzt alles abgedeckt und eben aus. Klar tut es so ein bisschen die Poren, ne? Aber irgendwie finde ich, mir gefällt es. Aber es ist für die Jahreszeit ein bisschen zu abgefahren, selbst für meine Verhältnisse. Wir geben uns jetzt die Mascara drauf. Ich dusche sie erstmal von oben.
hätte sie natürlich jetzt auch ohne Primer testen können, aber ich benutze nun mal den Primer jeden Tag und so kann ich die Mascara auch, finde ich, viel besser beurteilen, weil ich den Primer einfach liebe. Der verlängert die Wimpern, der hält sie standhaft, also die Wimpern, ne? Die Mascara ist schön schwarz, sie gibt schön Produkt ab, es deckt auch dieses Deckweiß vom Primer ab. Und ich muss sagen, jetzt im ersten Auftrag wirkt die echt schön. Sie trennt schön die Wimpern. Ja, sieht echt nett aus. Schauen wir mal, was sie dann in der zweiten Schicht schafft. Aber so gefällt mir das schon mal echt gut, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht erwartet. Also hier unten ist es ja ohne Primer. Und sie gibt nicht sehr viel Produkt ab. Also sie hat eher eine trockenere Konsistenz. Aber ich finde, die macht mega schöne natürliche Wimpern. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich so einen Primer drauf gegeben habe, weil ich brauche so ein bisschen mehr Ausdrucksstärke. Ich gebe mir jetzt nochmal eine zweite Schicht drüber, aber so in erster Schicht ist es schon sehr, sehr nett. Kennt ihr das? Wenn man mit der Mascara patzt und man hat voll schöne Augen-Make-up. So sieht es auf jeden Fall in zwei Schichten aus und das reicht mir auch. Ich glaube, eine dritte Schicht wäre schon zu viel. Sie hat jetzt doch so ein bisschen schon zusammengeklebt. Ich habe ja noch den Primer drauf. Das wäre dann schon die dritte Schicht. Unten gefällt es mir auch ganz gut. Das ist eine schöne Mascara. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Gut. Ich lasse das Ganze antrocknen. Wir machen jetzt uns noch den Lippenstift drauf und Fixing Spray zum Schluss. Aber erstmal muss ich, glaube ich, die Patzer wegmachen, bevor ich Fixing Spray drauf mache, oder? Ich habe zwei Lippis und zwar auch aus dieser Murumuru Butter Serie. Ich glaube, der passt heute ganz gut zum Look. Der ist so ein bisschen, oder? Ja, der geht so ein bisschen mehr ins Orange. Ich glaube, das passt heute ein bisschen besser und das geben wir uns jetzt auch mal drauf. Der fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Lip Butter. Also kennt man ja, glaube ich, von Astor gab es welche oder so. Das gebe ich mir jetzt drauf und bin gespannt. Das ist eine sehr angenehme Textur. Schmilzt so richtig mit der Wärme von den Lippen. Aber ich finde den Lippenstift sehr groß. Wenn man kleinere Lippen hat, ist es sehr schwierig, den aufzutragen. Sehr, sehr schön glossy, sehr buttrig. Hört sich sehr schön an. Ist aber wahrscheinlich auch nicht lange haltbar. Nachher habe ich das definitiv dann in der Maske kleben. Eine schöne Farbe, ne? Und passt auch ganz gut zum Augen-Make-up-Look. Die gehen nicht runter. Wird jetzt auch wahrscheinlich nicht mein Lieblingsstift sein. Aber ich finde, der macht ein schönes Finish auf den Lippen. So, okay, dann kommen wir zum Fixing Spray. Illuminating Fixing Spray. Dass wir auch noch mehr Glow bekommen. Und das ist auch aus dieser Rose All Stay. Die heißt All Play und die heißt All Stay. Okay, aus dieser neuen Serie ist Rosé eingefärbt und hat so diese flüssige Metalloptik da, wie viele Fixing Sprays haben. Oh, sehr schön parfümiert. Ein sehr feiner Sprühnebel. Riecht sehr stark nach einem Drogerieparfüm, finde ich. Sehr extrem parfümiert. Ist da Alkohol mit drin? Aber ich finde den Duft sehr angenehm. Nee, der ist alkoholfrei, ölfrei. Ja, okay, das passt ja. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall die Haare und wir sehen uns gleich zum fertigen Look, zum Fazit und Ergebnis und so. So, das ist der fertige Look. Bis auf die Foundation fand ich alles ganz in Ordnung. Die Lidschattenpalette war echt schön. Die Puderprodukte, so wie wir sie kennen, von diesem schönen Bronzer und das Fixing Spray hat mir sehr angetan. Ich bin wirklich gespannt, wie ich auf diese Base reagiere. Im Endeffekt ist alles sehr, sehr glowy. Hat eine schöne Base für den Sommer. Also man sieht, es ist... wirkt schon fast metallisch. Der Blush hat natürlich das Ganze noch metallischer gemacht. Also ich finde, da ist wenig Pigment auf meine Backen gekommen, aber dafür mehr Glow. Der hat im Swatch natürlich anders gewirkt. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr schöner. Also man müsste sich dann wirklich den Highlighter sparen und den Bronzer und das vielleicht nur im Sommer auf die Wangen geben oder so. Aber für den Winter, für Herbst, Winter ist das natürlich mega glowy. Ja? Aber ich finde es irgendwie ganz nett. Bisschen
zurücknehmen, zurückhalten. Ich würde natürlich auf die Produkte zurückgreifen, wenn ich eine matte Base habe, wenn ich eine Puder Foundation zum Beispiel benutze. Da brauche ich ein bisschen mehr Glow, um dieses Matte zurückzunehmen. Aber jetzt Glow, Glow, Glow aufeinander wirkt halt eben das. Das ist ganz klar. Das war jetzt aber eine First Impression. Ich weiß, wie ich jetzt mit den Produkten ungefähr handhaben muss und wie ich sie einsetzen soll im nächsten Verwendungszweck. Die Foundation fliegt auf jeden Fall raus. Die ist gar nicht für mich. Man hat gesehen, sie deckt nichts ab. Sie ist mir zu dunkel. Also, falls jemand Interesse hat, ihr könnt mich gerne anschreiben. Ansonsten schicke ich sie vielleicht zurück oder so. Ich muss mal gucken, was ich mir da mache. Ich werde sie auf jeden Fall nicht benutzen, auch wenn sie so hübsch ist. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr so wirklich im Sortiment. Ich glaube, die fliegt jetzt, glaube ich, raus, weil es hat ein bisschen gedauert, bis ich sie gefunden habe. Beim Puder muss ich auch schauen, wie das performt. Vielleicht benutze ich das. Ich probiere das mal als Puderfoundation aufzubauen, weil vielleicht taugt das was, da ist auch ein Lichtschutzfaktor drin. Und wenn es so schon Mineralfoundation heißt oder Mineralpuder, kann ich mir gut vorstellen, dass man das aufbauen kann als alleinige Deckkraft. Genau, im Großen und Ganzen hat mir das alles sehr gefallen. Am Anfang war ich ein bisschen schon angenervt. Ich dachte, das wird jetzt immer schlimmer. Das hat man meistens, habe ich schon ganz oft in Full Face erlebt, dass einfach ja, so ein Produkt irgendwie alles versauen kann, aber jetzt im Großen und Ganzen habe ich das Ganze gerettet. Ich musste natürlich dann wieder auf meine Produkte zugreifen, um die Unreinheiten abzudecken. Klar kann die Foundation nichts dafür, aber für mich kommt sie nicht in Frage. Ich werde sie nicht benutzen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Schreibt mir gerne alle eure Gedanken über Physicians Formula in die Kommentare. Lasst uns mal einen Austausch starten für diese Marke. Da würde mich mal interessieren, ob ihr auch Favoriten habt auch von dieser Marke, ob ihr die Marke überhaupt kennt. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dass du das hier sehr gerne nachholen. Du unterstützt mich dabei und es kostet dich nichts und wir freuen uns alle. Und hier verlinke ich dir die letzten zwei Videos. Schau da gerne vorbei, falls du sie verpasst haben solltest. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao.